Eskalationssparring mit Senat Gashi. Es wurde wild. Bin gespannt. Ich würde sagen, heute machen wir ein bisschen leichtes Training. Der Senator zeigt mir auch ein paar Tricks an der Pratze. Und dann würde ich sagen, dass wir auch 1, 2, 3 Runden Sparring machen, eine kleine Einheit. Bin gespannt. Senator ist eine absolute Maschine, Alter. Sein Körper ist sehr kompakt. Ich bin da ein bisschen skeptisch. Ich weiß da nicht, ob die Schläge überhaupt bei mir irgendwas bei dem bezwecken, bei so einem Terminator-Körper. Aber Senator, auf jeden Fall der Senator. Senat hat gemeinsam mit Sinan im Stream auf unsere Sparringseinheiten mit Sinan reagiert. Und Senat hat gesagt, dass er meine Nase sehr schön findet, weil die noch so extrem gerade ist. Ich muss aber ehrlich sagen, ich feiere seine Nase extrem, ne? Weil man sieht halt direkt, dass du ein Boxer bist. So, weil, weißt du, das Ding ist, schau mal, du schaust Senat an, der hat so eine Nase, ja, und du weißt, okay, der Typ, höchstwahrscheinlich, wenn du ihn jetzt nicht kennst, der kann wahrscheinlich ein bisschen kämpfen, so. Das ist so wie bei Ringern, ne? Du siehst die Ringerohren bei Grapplern, bei Boxern siehst du es halt ein bisschen so an der Nase. Bei mir, du siehst gar nichts, Junge. Die Leute sehen mich an und denken so, wer ist der Typ, Junge? Keine kaputte Nase, keine Ringerohren, kein gar nichts. Die denken, ich bin irgend so ein Lappen oder so. Also eigentlich, so eine kaputte Nase ist schon geil eigentlich. Ich bin gespannt, was für Bomben ich da gleich kriegen werde. Und ja, ich freue mich auf das Training. Ich würde gerne mal von dir ein aktuelles Fazit haben, wie du Sinan findest. Vom Boxen her, was du von ihm bisher gesehen hast. Wie er sich macht und wie es eventuell mit dem Kampf zu Mo Abdallah aussehen könnte, wenn er sich weiter vorbereitet. Erstmal vielen Dank für die Einladung an Sinan G, dass ich hier kommen durfte und ihn bei seinem Trainingscamp begleiten konnte, ja, oder darf. Und was man über Sinan G sagen kann, ist, er ist ja recht neu im Boxen, aber er macht immense Fortschritte. Wenn man das mit dem Bösemann-Kampf vergleicht zu seinem jetzigen Stadion, da liegen 10 Welten dazwischen. Er saugt auf wie ein Schwamm und mal schauen, ja, aber die Das stimmt. Ja, also da kann ich Senat nur zustimmen. Sinan, das habe ich auch in meinem Video schon mal gesagt, der hat schon ein gewisses Grundtalent für diesen Sport und der versteht die Sachen, die man ihm sagt, recht schnell und nimmt sie auch, greift sie auch echt gut und schnell auf. Ich glaube wirklich, hätte Sinan um einiges früher mit dem Sport angefangen, wäre er auch echt gut geworden, ne? Ich lege auf, wie ein Schwamm aufsaugt. Nein, Spaß, wir sind hier, um zu lernen. Ich versuche mein Bestes. Ich versuche natürlich, ein Stück von meinem Know-how an Sinan weiterzugeben. Da ich auch als im Schwergewicht als kleinerer Mann immer gegen größere kämpfe. Und im Fall Sinan G gegen Mo Abdallah ist es ja genau der gleiche Fall. Also versuche ich natürlich, ihm diese Tricks zu zeigen, wo ihn vielleicht ein Boxtrainer nicht zeigt. Auf jeden Fall hier, das Gym ist geil. Sein Trainer Abu, ich küsse sein Herz. Sehr netter Mann. Und ich freue mich, hier zu sein, Leute. Mo Abdallah ist ja selber auch kein Boxer, sage ich mal. Mo Abdallah kommt aus dem Kickboxen. Sinan kommt so mehr aus Streetfight-Szene, ja. Mo Abdallah hat eine lange Pause. Man muss eben die Vor- und Nachteile abwägen. Aber ist auf jeden Fall ein interessanter Kampf. Ich sag mal so, möge der Bessere gewinnen. Hauptsache, beide kommen aus dem Kampf gesund heraus und können später zu ihrer Familie. Wir haben Boxer, wir haben Kuchen, das war ja. Boah. Kameramann hätte draußen bleiben sollen, aus dem Cage, von über den Cage, von oben drüber filmen sollen. Ja, sehr ekelhaft natürlich. Hier, Senat kämpft gerade aus der Rechtsauslage, ne? Und hat jetzt durch die Mitte mit der langen Linken ihn schön erwischt. Ist für Sinan jetzt natürlich auch ekelhaft, gerade gegen den Rechtsausleger zu kämpfen, muss er sich wieder komplett umstellen, anders herum denken, ne? Hier viel Arbeit im Kopf. Natürlich, Kraft raus. Locker machen, schnell machen. Technik sauber bleiben. Auseinander. Keine Kraft, Sinan, keine Kraft auf dem Ring. Kraft rausnehmen. Boah, lecker. Lecker. Gut. Vorsichtig. Und geh raus, Sinan, geh raus. Dreh du ihn zum Zaun, jawohl. Durch die Kraft. Auseinander. Nein. Keine Kraft, okay, Jungs. Schnell. Boah.
Also das ist ja mit eine meiner Lieblingskombinationen, die Sennert hier gerade gezeigt hat. Den linken Haken kurz oben an die Deckung antäuschen, ja, kurz antippen und dann sofort runter zum Körper gehen. Schaut mal. Keine Kraft, okay. Ganz kurz. Schaut mal. Boom. So eine geile, ich liebe diese Kombination. Ja, Mickey Ward hat das früher immer gemacht. Mickey Ward immer richtig schön mit der linken angetippt, runtergegangen, Bats, Leberhaken richtig reingebrettert. Aber mit dem Leberhaken hat er sich gerade hier ordentlich zurückgehalten, ja. Box sauber, es geht raus, Box ein bisschen sauber, mit Distanzbox ein bisschen arbeiten noch rein. Steady. Was Sinan macht hier ein bisschen einen Fehler bei in diesem Mexikaner-Stil, ja, Kopf an Kopf, da macht er bei der Deckung ein bisschen einen Fehler. Da musst du dich ein bisschen andersherum zu dem Gegner stellen. Das ist jetzt meiner Meinung nach. Wenn du einfach nur mit den Händen hier unten chillst, ne, und mit dem Kopf vorne führst, dann passiert halt immer das, was gerade passiert. Und zwar Sennert kommt, zack, mit dem Aufwärtshaken und trifft ihn. Meiner Meinung nach ist es besser, da mit der Schulter ein bisschen zu führen, ja. Den einen Arm, so Floyd Mayweather Technik, ein Arm am Körper, Schulter vorne, mit der Schulter am Mann stehen und hier, bupp, kannst du arbeiten, ja. Wenn irgendwas kommt, hast du hier deine Hand dazwischen, die den Aufwärtshaken abfangen kann, ne. Oder du hast die Schulter dazwischen, die so deinen Kopf schützen kann. Also ich bevorzuge es da ein bisschen mehr, hier so zu arbeiten, anstatt einfach nur mit dem Kopf vorne zu chillen, weil da bekommst du viel, viel mehr blöde Treffer ab. Vor allem, Sennert schlägt jetzt immer hier nur Ding. Aufwärtshaken, ne? Und hört danach auf. Er könnte aber jetzt genauso, ich habe das bei Sinan einmal in der Ecke gezeigt. Ich war in den Seilen, ne? Sinan hat geschlagen und dann bin ich kurz einmal rausgegangen, Aufwärtshaken und linken Haken geschlagen. Und die hat richtig gut getroffen und das könnte er hier gerade echt oft ausnutzen, weil er immer in dieser Deckung steht und seinen Kopf nach vorne streckt. Wenn er nach dem Aufwärtshaken nochmal den linken Haken durchballern würde, der würde so reinklatschen. Kombination bringen. Ich bin gespannt, ob er das einmal hier zeigen wird. Abschaufeln, Kopfrotation. Auto schießt die Türen raus. Das sollte ich trainieren, jawohl. Vergiss nicht, der war da überhaupt. Und Zeit. Stark, aber hier, Sennert macht gut Druck auf Sinan, ja? Kraft raus, Sennert. Das ist natürlich dreckig, das waren jetzt nur Hinterkopfschläge. Da muss er aufpassen. In einem Kampf kann das ganz schnell mal eine Verwarnung werden und dann auch irgendwann Punkteabzug. Auseinander. Nimm bitte Kraft raus. Schlag schnell, sauber, aber nicht Kraft, okay? Dann sehe ich euch auseinander. In dieser Übung gehen wir jetzt vor den Partner und wir machen jeder zwei Schläge. Wir versuchen dabei Lücken auszuarbeiten und den Gegner zu erwischen. Gleich Uppercut oder durchhaken. Ein Schlag locker, einer ein bisschen akzentuiert. Vor dem Mann, wir stehen in weit. Hände hoch, gut, zwei Schläge, zwei Schläge. Genau, Abwechslung, okay? Sehr, sehr schade, dass der Kameramann gerade nicht versteht, worüber die reden. Sennert zeigt jetzt hier gerade was sehr, sehr Gutes, ne? Und zwar die Beinstellung, ganz besonders, wenn du gegen jetzt einen Rechtsausleger zum Beispiel kämpfst, ne? Eure Füße, eure vorderen Füße sind die ganze Zeit quasi vorne Fuß an Fuß, ne? Und je nachdem, wie du deinen Fuß stellst, störst du deinen Gegner dann bei seiner Bewegung. Da kann er nicht so gut außen herum gehen und du kannst ihn in seiner Bewegung extrem einschränken. Das erklärt Sennert hier gerade sehr gut. Der Kameramann
Aber dadurch, dass er halt nicht so ein Verständnis von Kampfsport hat, versteht gerade nicht, worüber geredet wird. Deswegen ist er jetzt hier immer noch im Zoom an die dran. Eigentlich müsste er jetzt hier wirklich einen deutlichen Schritt mal zurückgehen und auch mal die Füße von Senat filmen und zeigen, was er hier gerade versucht, zu erklären. Du kannst da so geile Sachen machen. Was auch, sorry, dass ich die ganze Zeit so unterbreche, ne? Aber du kannst dadurch, dass ihr immer Fuß an Fuß seid, ihr könnt es so hardcore ausnutzen. Und das ist ein bisschen dreckig, aber es kannst du nicht nachweisen. Steig einfach auf seinen Fuß zum Beispiel drauf. Du machst einen Schritt auf ihn zu, steigst einfach auf seinen Fuß drauf und dann haust du zum Beispiel mal den linken Haken und dann eine richtig harte rechte gerade. Dadurch, dass du aber gleichzeitig noch auf seinem Fuß stehst, verliert er das Gleichgewicht und fängt an, ein bisschen nach hinten zu straucheln und zu wackeln. Und dann kannst du dieses Wackeln, seine fehlende Beinarbeit in diesem Moment so gut ausnutzen und kannst voll reingehen und ihn nochmal mit ein, zwei harten Händen erwischen, ja? Oder du versuchst immer, deinen vorderen Fuß, immer außen um seinen Fuß herum, aber hinter ihn zu platzieren. Jedes Mal immer deinen Fuß hinter ihn zu bringen und dann währenddessen schlagen. Weil dann stolpert er einfach die ganze Zeit über deinen Fuß und verliert das Gleichgewicht. Da kann man richtig geile Sachen machen eigentlich, ja. Wenn ein Rechtsausleger wirklich Bock drauf hat, im Nahkampf gegen dich zu kämpfen, das kannst du extrem ausnutzen. Unsportlich, das hat der Ringrichter zu entscheiden, ob das unsportlich ist oder nicht. In dem Moment im Ring nutze ich alles aus, um mir einen Vorteil zu verschaffen. Punkt. Was viele unterschätzen, sind Schläge auf die Seite. Viele Russen machen das. Das heißt, man geht vom Mann. Golovkin macht das extrem gerne. Oben über den Tempel drüber. Und jetzt? Genau. Weil viele haben das nur auf die Deckung. Also, geh mal zu. Viele schlagen ihn so. Aber jetzt? Boom, boom. Schon was anderes, ja? Schlägschallerin, auf jeden Fall, ja. Also früher in meinen Kämpfen habe ich das immer gemacht. In meinen Sparringseinheiten mache ich das nie, weil ich finde, das ist immer ein bisschen. Da kannst du den anderen auch sehr, sehr schnell mal blöd ausnocken oder verletzen, am Nacken verletzen, wenn du ihn da so oben triffst, ne? Es, ein bisschen im Sparring selbst mache ich das fast nie. Früher bei meinen Kämpfen habe ich das oft gemacht. Ich muss die Deckung holen. Jetzt weiß ich ja. Ja, klar. Ich wollte nur eine Minute, Jungs. Wisst ihr, wo ihr merkt, wenn ihr den Gegner gut getroffen habt? Wenn er den gleichen Schlag wie du versucht. Das ist ein psychologischer Mindbreak. Das heißt, okay, du hast ihn gut getroffen. Schade, dass jetzt hier so viel Partnerarbeit gezeigt wird. Ich hätte echt sehr gerne mehr vom Sparring gesehen. Partnerarbeit, alles schön und gut halt, aber ich dachte, da gibt's viel Sparring-Action, Mann. Er hat so viel Sparring-Erfahrung und Kämpfe gemacht, dass ich allein durch mein Zucken, dass er weiß, was ich machen will. Aber dadurch, dass er das weiß und dadurch, dass er dann so hart ist, wird man auch besser. Sinan macht auch einen Fehler. Das habe ich ihm im Sparring auch erklärt. Ich habe ihm gesagt, er soll lockerer schlagen, weil er oft einfach versucht, so mit Power und mit, wie soll ich das sagen? Er versucht seinen ganzen Körper hinter die Schläge reinzuschlagen und ist ein bisschen zu angespannt, ne? Und da sieht man die Bewegungen immer sehr leicht und kann die dann halt lesen und ausweichen. Ganz besonders, wenn du halt wirklich so viel Erfahrung hast wie Sennert, dann siehst du das ganz extrem. Deswegen, anstelle von Sinnern würde ich mich darauf konzentrieren, kurze, knackigere Schläge zu schlagen und nicht solche so Brecherschläge, ne? Schwerer für den Gegner, das zu sehen, und das kostet dich nicht so viel Energie. Ganz besonders jetzt im Kampf, wenn er gegen Mo Abdallah kämpfen wird. Das Thema Ausdauer wird ein großes Problem sein, ja? Oder das wird das große Fragezeichen sein, weil eine Sache, was der Sennert jetzt hier gerade im Training nicht so gut mit Sinan umsetzen kann, ist das, was Mo Abdallah zu 1000% machen wird.
zu 1000% machen wird. Und zwar wird es einfach so kommen, das sehe ich jetzt schon. Sinan wird versuchen, ein, zwei Aktionen zu schlagen. Mo Abdallah wird ihn klammern und wird sich mit seinem ganzen Gewicht auf ihn drauflehnen. Bin ich mir 100% sicher, dass es so kommen wird. Und wenn Sinan dann nicht weiß, wie er in dieser Situation richtig damit umgeht, wird er innerhalb von vielleicht ein, zwei, vielleicht sogar nur sind es, vielleicht hält er drei Runden durch, aber innerhalb von drei Runden werden seine Beine zu sein. Die Beine werden schließen, seine Muskulatur wird nicht mehr mitmachen und er wird nur noch so durch den Ring straucheln, weil seine Beine sein Gewicht nicht mehr richtig halten können. Und dann tun die Schläge von dem Gegner besonders weh, ne, weil du deine Beine nicht mehr hast. Da musst du extrem drauf aufpassen. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Mo Abdallah diese Strategie fahren wird. Das ist für mich sehr anstrengend. Das ist für mich absolut nicht leicht, irgendwie eine Stelle bei ihm zu finden. Vor allem seine Schläge, er wiegt ja auch nochmal 7, 8 Kilo mehr als ich. Seine Schläge, die kommen ja auch noch technisch sauber. Bei dem Gewicht, Alter, ich schwöre euch, das sollte bei einem LKW gegen meinen Kopf werden. Leute. So, Training vorbei. Bisschen Sparring, wie ist dein Fazit? Ein sehr nettes Team, ja. Man merkt, Sinan hat richtig Kampfgeist. Und das Geile ist, Sinan muss ja im Kampf machen, das, was ich bei Größen auch machen muss, ja. Deswegen, ich habe das gegen ihn gemacht, was ich hasse, was Größere gegen mich machen. Und darauf wollen wir auch in Zukunft aufbauen. Aber er versteht schnell, das ist gut. Wenn du einen hast, wo das versteht und das noch umsetzt wie Sinan, dann hast du eine Jackpot-Kombination. Aber das ist eben ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist, ja, dass er nicht nur zuhört, sondern versteht und umsetzt. Ja. Das sind verschiedene Kapitel. Es gibt Leute, die lesen ein Buch, verstehen aber nichts. Es gibt Leute, die lesen das Buch, verstehen, aber setzen es nicht um. Bei Sinan hat man so einen Typ gemerkt, er denkt über die Sachen nach, was man sagt und versucht das zu verstehen. Schade. Ich hätte echt gerne ein bisschen mehr vom Sparring gesehen.